Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir befinden uns heute im wunderschönen Bikepark Schöneck. Wie ihr gesehen habt, sind wir die Nacht angereist und wir haben echt den geilsten Schlafplatz erwischt, den man eigentlich haben kann. Also wir sind hier angekommen, es war stockdunkel, wir haben nichts gesehen und haben einfach bloß ein leuchtendes Parkhaus gesehen. Das haben wir uns gleich genutzt. Für 2 Euro am Tag kann man das ruhig mal machen. Wir sind auf jeden Fall geschützt, besser als jeder Pavillon. Jetzt am Morgen ist es noch ziemlich kühl. Daniel putzt seine Zähne. Man hat auf jeden Fall nur Gutes über diesen Bikepark gehört. Man hat sogar gehört, es soll Wee Whistler sein. Ich bin echt Little Whistler. Ich bin echt mal gespannt, ob das wirklich stimmt und ob das nicht ein bisschen übertrieben ist. Ich würde sagen, ich nehme euch einfach mal wieder mit und wir essen erstmal Frühstück und dann geht's auf die Strecke. Viel Spaß mit dem heutigen Video. Billigen. Das ist der teure Pudding. Hast du richtig investiert hier zum Frühstück? Muss ich ja mal was gönnen, oder? Hier sind die wahren Leute. Ich glaube, die größten alle sitzen gerade hier im Parkhaus und essen auch. Frühstück. Kartoffelsalat zum Frühstück. Das ist keine Schleichwerbung. Wir bekommen kein Geld dafür. Ja. Aber danke, dass ihr die Fahrt hier bezahlt habt. Ich kann dir vertrauen. Alter. Nee, das mache ich nicht ab. Das lasse ich dran. Nee. Du bist, könnt ihr einer reinziehen, gell? Alter. Dann mach ich Razzien. Komm, du ich zieh mal richtig dran. Ist genug gemacht. Nein, komm, ich zieh mal kurz dran. Nein. Oh ja, ich zieh mal kurz dran. Alter, ich tu dir weh. Komm, ganz nein, kurz. Nein, lass Ruck. Mich. Komm, kurzer Ruck. Komm. Ein ganz kurzer Ruck. Nein. Das tut mir ganz kurz weh. Alter, nein. Doch. Komm, das tut mir ganz kurz weh. Warte. Nein. Du reißt mir alle Haare ab. Ja, ist doch nicht schlimm. Nö. Lass die Spiele beginnen, Freunde der guten Unterhaltung.
vor in der guten Haltung. Das Auto ist gepackt, wir haben alles verstaut und machen uns gleich auf den Heimweg. Ich kann echt nur jedem den Bikepark Schönig empfehlen. Echter Wahnsinn. Die haben sich richtig Mühe gegeben und ein paar richtig geile Linien in den Wald gehauen. Richtig geil. Ich bin auch gespannt, wie das Video wird. Wir haben ziemlich wenig gefilmt, da wir wirklich nur gefahren sind. Zum Glück hatte Erik seine GoPros dabei gehabt. Er war zufällig in der Nähe und ist vorbeigekommen. Jetzt gerade auf dem Weg nach Bayern. Ich wünsche dir noch eine gute Fahrt, Erik. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns in 2 Wochen zur Bayerischen Meisterschaft in Frammersbach. Und wenn euch dieses kleine Video gefallen hat, dann zeigt es mir einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, damit ihr mal auf dem Laufenden bleibt. Und würde mich mal interessieren, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr schon mal in den Bikepark Schönig wart und wie ihr den Bikepark findet. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Video. Ciao.